Solange die Loslasserin noch die alte Brille trägt, die Brille des Zurückgewiesenwerdens, der Verletzung, wird sie die Liebe ihres Gegenübers, ihrer Dualseele, nicht erkennen können. Sie wird sie vielleicht spüren im Herzen, hin und wieder, aber das vollständige Erfassen seiner Gefühlsregung wird ihr verborgen bleiben müssen. Diese Brille führt dazu, dass sie wirklich das Haar in der Suppe dort sieht, wo es gar nicht ist. Sprich, sie findet die geringste scheinbare Negativität in seinem Verhalten, in seinem Gehabe, bauscht diese auf und sieht darin ihren Glaubenssatz bestätigt: Ich bin nicht liebenswert, ich habe es ja gewusst. Auf diese Weise wird ihre Opferidentität verstärkt oder zumindest ihre Identität als nicht ganz und gar liebenswertes Wesen. Es führt dazu, dass die Liebe ihres Gegenübers von ihr nicht angenommen werden kann, was wiederum bei ihm einen Gefühlsstau verursacht. Die Liebe, die er zu ihr fließen lassen möchte, trifft auf einen Damm, auf den Damm ihrer empfundenen Abweisung. Und sein Gefühlsstau wiederum verursacht eine Blockade bei ihm, sodass er seine Liebe noch weniger zeigen kann, was wiederum der Loslasserin noch stärker die Empfindung gibt, er liebt mich ja gar nicht. Und auf diese Weise entsteht ein Teufelskreis, der zu Verhärtungen der Fronten auf beiden Seiten führen kann. Beide duale Pole, obwohl seelisch eins, können irdisch weit auseinanderdriften. Sie können über Jahre hinweg jeder in seinem eigenen Saft schmoren, in dem Saft des Ich bin nicht liebenswert. Das kann so hartnäckig sein. Ja. Zwar können beide nichts für die Verletzung, die sie als Kinder oder in ihrer Jugend erlitten. Sie können aber etwas dafür, ob sie darin verharren oder ob sie den Sprung in die Gegenwart wagen, in die Gegenwärtigkeit, was gleichbedeutend ist mit dem Mut, das eigene Ego aufzugeben, sich fallen zu lassen in die göttlichen Tatsachen, in das, was jetzt da ist. Jetzt ist Liebe da. Und dies anzuerkennen, ist der Schlüssel für eine gelingende Dualseelenbeziehung. Vielleicht ist es auch das Schwerste überhaupt, weil damit alles ins Wanken gerät, was wir über uns gelernt haben, von uns gedacht haben. Für den Gefühlsklärer ist seine Liebe zu der Frau ja weit mehr als nur eine Gefühlsregung. Es ist sein ganzes Sein.
Und wenn wir dies zurückweisen, indem wir es nicht annehmen, wird sein ganzes Sein erschüttert. Es kommt bei ihm so an wie: Meine Liebe ist es nicht wert, angenommen zu werden. Meine Liebe ist wertlos. Ich bin wertlos. Es geht also auch bei ihm um dieses Selbstwertthema. Letztlich lässt sich dieses Dilemma nur auflösen, indem sich beide dem dritten Pol ihres Konstruktes zuwenden, nämlich Gott. Gott, der ihnen alle Zeit bestätigt, dass sie willkommen und liebenswert sind, indem er sie atmen lässt, indem er ihr Herz schlagen lässt, Sekunde für Sekunde. Ja, würde Gott uns nicht lieben, würde er diese Mechanismen brachliegen lassen. Aber er lässt uns atmen und unser Herz schlagen. Immer wieder aufs Neue beweist er uns damit seine Liebe. Und wenn Gott dies für uns tut, warum sollte es nicht auch unser Dual für uns tun? Er als irdischer, im menschlichen Kleid herumwandelnder Stellvertreter des Göttlichen. Er, der in gewisser Weise dazu berufen ist, uns zu lieben. Sich von Gott geliebt zu fühlen, heißt zu erwachen aus dem Dämmerschlaf der Illusion, aus dem Opferdasein, aus dem Schmerz. Auch aus den Zweifeln. Es ist ja so, wenn man erstmal in so eine Spirale der Negativität abgerutscht ist, wie ich sie am Anfang beschrieben habe, dann lauern da schon sprungbereit dunkle Wesenheiten, die sich mit dieser Negativität verbinden möchten, weil sie sich davon ernähren. So wird aus diesem Teufelskreis, wie man es so landläufig bezeichnet, ein Teufelskreis im engeren Sinne. Und so werden die dunklen Wesenheiten auf der Welt festgehalten, auf der Erde. Deshalb, wenn ihr erwacht in die Gottesliebe, dann dient ihr damit auch der Welt, nicht nur euch selbst. Schaut euer Gegenüber mit dem Herzen an, ohne Konditionierungen, ohne Vorurteile, ohne Angst. Seht einfach das, was da ist, was wirklich da ist. Und schon wird alles fließen und zueinander kommen. Ja, so einfach ist das. Und ich grüße euch aus Spanien.